Hallo, liebe Aktienfreunde. Es geht weiter. Nächste Runde des Starterdepots. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Und wir machen das schwerpunktmäßig über Sparpläne. Und im letzten Video haben wir abgestimmt über die Aufnahme zweier Aktien. Wir sehen hier die Zielgewichtung des Starterdepots nach Branchen. Im letzten Video haben wir uns hier bewegt im Oder nein, hier waren wir im zyklischen Konsumbereich und haben zwei Aktien zur Auswahl gehabt. Das waren LVMH und Adidas. Hier sehen wir es. Und normalerweise haben wir drei Aktien zur Auswahl, aber ich hatte Probleme gehabt, eine dritte gute Aktie zu finden, die auch sparplanfähig ist. Das ist so ein bisschen der Spagat, den ich nehmen muss. Auf der einen Seite müssen die Aktien natürlich erfolgversprechend sein, auf der anderen Seite müssen sie auch sparplanfähig sein. Sparpläne an sich haben halt doch viele Vorteile. Man kann mit kleinem Geld eben schon von vornherein ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. Und das kann man nicht mit kleinem Geld, wenn man Einmalkäufe tätigen möchte. Da wären dann die Gebühren exorbitant hoch. Ja, Adidas hat das Rennen gemacht mit 55% der Stimmen und LVMH immerhin noch 45% der Stimmen bekommen, also war relativ knapp. Und ich denke, LVMH hätte das Rennen gemacht, wenn diese Steuerproblematik nicht gewesen wäre, weil LVMH ja eine französische Aktie ist und der französische Staat eben leider viel Dividenden einbehält, die man zurückfordern könnte, theoretisch, aber faktisch ist es halt einfach zu aufwendig bzw. teuer, um das zu tun. Und deshalb ist dann hier die Steuerbelastung bei LVMH höher als bei Adidas und so hat halt Adidas das Rennen gemacht. Wer jetzt sagt, er hätte lieber LVMH im Depot, klar, dann kauft er halt oder investiert er eben in LVMH, beispielsweise über Sparpläne. Wer sagt, keine von den beiden Aktien ist jetzt für mich so toll, der kann auch mal aussetzen oder kann auch mal auf eine der anderen Aktien ausweichen, die wir hier oben schon behandelt haben in anderen Videos, die ja allesamt meiner Meinung nach erfolgversprechend sind, aber das Rennen eben nicht gemacht haben. Jetzt machen wir mal den kleinen Disclaimer, bevor ich das vergesse. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Mit Sparplänen verliert man definitiv Geld über die Inflation. Mit Aktien kann man es nur verlieren, insbesondere wenn man kurzfristig unterwegs ist, weil die Aktienkurse schwanken und ich weiß nicht, wo die Aktienkurse morgen oder übermorgen sein werden. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Jeder ist für sein Geld selbst verantwortlich. Gerne inspirieren lassen. Was lernen, wenn bestenfalls was lernen, hoffe ich mal jedenfalls. Und am Ende aber eigenverantwortlich mit dem eigenen Geld umgehen. Mein Name ist übrigens Thorsten Tiet und ich bin der Gründer von Aktienfinder.net. Und wie gesagt, hier geht es ums langfristige Investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das Starterdepot ist ja ein Echtdepot, so sieht es momentan aus. Ich führe das bei der Consorsbank. Wir haben jetzt hier einen neuen Sparplan angelegt, den letzten eben. Kurz vor dem Video für Adidas. Wir investieren hier immer mit Sparraten von 25 Euro. Das ist Mindestsparrate. Man kann also schon mit relativ kleinen Summen, wie gesagt, ein diversifiziertes Portfolio aufbauen. 500 Euro nehmen wir als die Zielgröße, die wir pro Monat dann in dieses Depot pumpen. Kann natürlich jeder so handhaben, wie er es möchte. Wer noch einen Online-Broker sucht, auf der Seite Aktienfinder.net bei mir, da biete ich ein sogenanntes Starter-Paket an. Das Besondere da ist, dass man dann eben noch Aktienfinder-Vollmitgliedschaft über 90 Tage obendrauf bekommt. Blende ich hier im Video dann auch noch ein. So, dann aber fangen wir doch mal an mit den nächsten Aktien, die wir zur Auswahl haben. Ach so, vielleicht noch mal einmal nach oben scrollen. Wo bewegen wir uns jetzt? Wir bewegen uns. Eigentlich gehen wir jetzt hier rein, Industrietransport. Ich überspringe das aber und gehe direkt hier hin. Wir bleiben dann also im zyklischen Konsumbereich, gehen dann in den Handel diverse. Warum überspringe ich das? Weil ich wieder Probleme hatte, sparplanfähige Aktien zu finden in dem Bereich zum ersten. Zum zweiten, wir haben bereits eine Aktie mit Union Pacific aus diesem Bereich hier. Weil als wir hier gewesen sind, da habe ich eine dritte Aktie gesucht, die sparplanfähig ist, habe dann angefangen zu wildern in den benachbarten Bereichen, habe dann Transportbereich gewählt und Union Pacific hat auch das gleiche Rennen gemacht. Das heißt, die haben wir quasi schon und von da haben wir keine Aktie. Man sieht also diesen Spagat, den man zu nehmen hat, der ist mal mehr, mal weniger breit.
Ich bin aber zuversichtlich, ich stehe mit der Consorsbank in Kontakt und bin vorsichtig optimistisch gestimmt, dass wir es schaffen werden, gute Aktien in die Sparpläne reinzukriegen, die wir dann aus dem Aktienfinder rausholen. Ja, sobald da was ist, werde ich es dann auch mit Freude verkünden. So, jetzt aber mal zu den einzelnen Aktienanalysen und zwar aus dem Bereich hier, ne? Konsumzyklisch, Handel, Diverse. Da gehen wir erstmal hin und schränken dann nach der Branche ein, konsumzyklisch. Und dann habe ich da auch schon mal ein Depot gemacht. Nein, konsumzyklisch, zyklisch. Na, wo ist es denn? Hier, Konsumdiverse habe ich es genannt. Ich möchte aber erstmal noch zeigen, welche Aktien da prinzipiell sich so tummeln. Und dazu muss ich einmal hier, ziehe mal ein bisschen auf, einmal so schön gefiltert nach der Superbranche und eins tiefer ist dann hier die Branche und hier haben wir Handel diverse, darum geht's. Und da gehen wir mal auch noch nach unserem Ranking. Wir sind ja Dividendeninvestoren, wir fahren eine Dividendenstrategie, wollen aber in Unternehmen investieren mit dynamischem oder mit steigenden Dividenden, sodass wir dann mit zunehmender Haltedauer auch von den Dividendensteigerungen profitieren können. Und da sortiere ich jetzt auch nochmal nach dem Ranking zusätzlich und gehen wir hier wieder Handel diverse. Und da sehen wir, welche Aktien sich da so tummeln. Foodlogger beispielsweise wäre interessant. Wieder ein Franzose, Löwe Tractor Supply und so weiter. Problem ist, die hier sind alle nicht sparplanfähig. Home Depot ist sparplanfähig. Also die habe ich auch mir auch ausgesucht. Dann haben wir noch andere gute Aktien. Teilweise bin ich auch in die investiert. Inditex leider nicht sparplanfähig. Dafür irgendwelche südländischen Banken, mit denen man auf keinen grünen Zweig kommt, die sind sparplanfähig. Das war aber Inditex beispielsweise nicht. Oder naja, aber wir arbeiten noch dran. Und sparplanfähig ist beispielsweise Fielmann aus dem Bereich Handel diverse aus Deutschland. Und Fast Retailing war auch sparplanfähig gewesen, aber die Dividende war mir zu niedrig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe auch hier nicht geschafft, drei Aktien zu finden, von denen ich überzeugt bin. Bin dann aber ausgewichen und habe dann eine andere Aktie noch genommen, nämlich Comcast, auch im zyklischen Konsumbereich tätig. Allerdings in erster Linie so eine Art, ich sage jetzt mal, Kabelnetzbetreiber aus den USA und ich würde vorschlagen, die analysieren wir auch zuerst. Hier wären wir, wie gesagt, Comcast, in erster Linie so Kabelnetzbetreiber. Und was kann durch so ein Kabel fließen? Kabelfernsehen, ganz klassisch, aber auch Internetprovider, also sind auch Internet-Service-Provider und die können natürlich dann auch ja, Unterhaltung streamen. Sie haben auch eigene Fernsehsender, sie haben Filmstudios, beispielsweise Universal Pictures, DreamWorks Animation, sie haben Freizeitparks. Und sie haben letztes Jahr Sky, im Prinzip so ein europäisches Pendant zu Comcast, auch Internetprovider, auch Fernsehsender übernommen und macht meiner Meinung nach Sinn, sodass sie dann stärker aufgestellt sind mit eigenen Inhalten beispielsweise auch, die sie selber herstellen, fabrizieren. Ja, Konkurrenten von Comcast sind in den unterschiedlichen Segmenten AT&T im Bereich Infrastruktur, Walt Disney an mehreren Fronten, beispielsweise dann auch bei Unterhaltung. Ja, Walt Disney hat ja auch eigene Freizeitparks, teilweise auch in der gleichen Location wie in Orlando. Bei Comcast hat nur zwei Freizeitparks, habe ich gelesen. Die haben ja, Walt Disney hat auch eigene Filmstudios, die haben auch Unterhaltung, die werden ja auch in die Streaming-Geschäfte einsteigen. Netflix ist beispielsweise auch ein Konkurrent von Comcast. Aber wie man sieht hier, läuft das Ganze ja wirklich nach wie vor sehr gut. Und wenn man jetzt sagt, oh, Streaming, Netflix beispielsweise nimmt denen jetzt die Brot von Butter, man sieht, dass es nicht unbedingt so ist. Das ist ja also auch keine ganz neue Konkurrenz. Und Comcast ist ja auch in mehreren Segmenten unterwegs. Man sieht, die Margen sind sehr, sehr stabil. Momentan liegt die Marge, die operative, bei knapp 20%, war schon mal leicht höher bei 21%, hier 21,67%, sinkt, ist leicht gesunken, okay. Aber dafür sind die Umsätze extrem stark gestiegen und das Ganze übersetzt sich dann eben in Pro-Aktie-Kennzahlen, also in stark steigende Gewinne, Cashflows und seit 2008 bezahlt Comcast auch Dividende. Und wenn man sich hier mal den freien Cashflow
anschaut und dann die Dividendenzahlung, dann sieht man, dass noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Und die aktuelle Dividendenrendite beträgt immerhin 1,8%. Gucken wir uns mal Comcast in der Full-Analyse an. Dann sehen wir hier die typischen Aktienrückkäufe, die relativ stabil liegen bei 2% ungefähr, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, hier mal 4%, 3%, dann wieder knapp 2%, 3%. Und das sorgt dann eben immer dafür, dass man noch ein paar Cent mehr pro Aktie auf den Gewinn bekommt, also ohne Aktienrückkäufe. Wie viel Cent? So 6 Cent, hier auch 6 Cent, hier mal 4 Cent, da hier mal 8 Cent. Und es sorgt eben für einen kleinen Boost hier beim Wachstum. Hier sieht man eigentlich nichts Außergewöhnliches. Man sieht hier den Kauf von Sky, der ein bisschen zu einer Bilanzverlängerung geführt hat. Ein paar mehr Schulden, ein paar mehr Vermögenswerte. Nichts Außergewöhnliches. Gucken wir uns mal die aktuelle Dividendenrendite an im Dividendenturbo. Hier seit 2008 werden die Dividenden bezahlt. Aktuelle Dividendenrendite bei 1,8%. Wir sehen, dass wir schon ein bisschen mehr bekommen hätten. Und zwar Ende des Jahres hätten wir mal für 2,14% einsteigen können, als die Aktienmärkte mal Rückwärtsgang eingelegt haben. Billiger war die Aktie auch schon im 31.05.2018. Ansonsten aber immer relativ konstante Dividendenrendite. Und wir sehen ja hier die Dividendenerhöhung, die prognostizierten, die dann dazu führen werden, dass wir relativ bald eine Dividendenrendite haben von über 2%. Mehr oder weniger Anfang nächsten Jahres und dann 2, knapp 3% Anfang übernächsten Jahres. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr, sehr solide, sehr zuverlässig, meiner Meinung nach. Und auch relativ sicher, dass die Dividende erhöht wird. Und gucken wir uns mal noch die Bewertung an. Da ändern wir mal kurz das Layout und dann schauen wir uns mal das Ganze hier an. Wir sehen hier, oder zoomen wir mal erstmal rein. So, Dividendenrendite machen wir weg. Das haben wir im Dividendenturbo schöner gesehen. KGV von knapp 17, 10-Jahres-KGV von etwas über 16, also leicht drüber momentan. Bezüglich dem KLCV sind wir auch leicht drüber. 7,9, so etwas mehr als 7. Und dann sehen wir, dass die Multiples ja sinken werden durch die steigenden Gewinne und Cashflows. Immer basierend auf dem gleichen Kurs, auf dem heutigen Kurs. Der heutige Kurs beträgt 44 61 US-Dollar. Fairer Wert wäre entsprechend dem, was ich gerade gesagt habe, mit den Multiples leicht drüber liegen, im historischen Schnitt irgendwo zwischen 40 und auch 44 US-Dollar. Also eine ganz leichte Überbewertung. Und dann im nächsten oder Ende des laufenden Geschäftsjahres hätten wir eine faire Bewertung und dann würden wir in die Unterbewertung reinlaufen. So viel zu Comcast. Gehen wir mal zu Fielmann. Fielmann, ja eher, würde ich mal sagen, so ein Langeweiler, verkaufen Brillen im stationären Einzelhandel unterwegs, ziemlich dominierend in Deutschland, sind aber auch in Schweiz, Österreich und ich glaube auch in Süditalien und Polen so ganz verhaltene, langweilige Expansion. Was man sieht ja auch erstmal hier, die Umsätze, die steigen langweilig, also sehr, sehr regelmäßig. Hier war mal ein kleiner Hubbel oder beziehungsweise Rückgang in 2004, aber seitdem sehr, sehr gerades Umsatzwachstum. Auch die Margen sehr stabil. Hier ging es mal kurz nach oben und dann wieder nach unten, aber momentan operative Marge 11,9% und hier das Ganze auch, wie man hier sieht, auch recht stabil. Ebenfalls stabil, auch erstmal den Cashflow weg. Der Gewinn pro Aktie und dann steigt eben auch die Dividende. Wir sehen hier, dass da nicht mehr viel Luft ist bezüglich der Ausschüttungsquote auf den Gewinn bezogen. Wenn wir jetzt hier mal den Cashflow reinnehmen, dann sehen wir, dass der hier ziemlich nach oben und nach unten springt. Das ist sehr außergewöhnlich. Wollte ich dann auch wissen, woran das liegt. Bin dann in den Geschäftsbericht 2013 gegangen. Warum 2013? Weil wir hier mal negativen Free Cashflow hatten und da war quasi der Ausschlag am größten. Da wollte ich wissen, wie das zustande kam. Und da gibt es eine Position, die lautet Zunahme, Abnahme der finanziellen Vermögenswerte, die zu Handelszwecken oder bis Endfälligkeit gehalten werden. Aha, das sind also Wertpapiere, so interpretiere ich das jedenfalls, die man gekauft hat. Und wenn man in Wertpapiere investiert hat, dann wirkt sich das mindernd auf den Cashflow aus. Und ich weiß nicht, ob das da wirklich reingehört. Also offensichtlich ist kein Fehler, wurde ja attestiert. Jedenfalls führt das dazu, dass wir den Cashflow nicht nehmen können.
um eine faire Bewertung zu Rate zu ziehen oder um zu Rate zu ziehen, ob die Dividenden sicher sind. Also wir müssen es leider überall ausblenden. Können uns also nur auf den Gewinn verlassen, der aber doch recht konstant verläuft, immerhin. Gucken wir uns mal die Vollanalyse an. Und in der Vollanalyse, da sieht man dann auch nochmal was Interessantes, und zwar hier. Da haben wir nämlich so eine Bilanzverlängerung, und da könnte man dann auf die Idee kommen, dass Fielmann eine Übernahme getätigt hätte, ist aber nicht so. Das ist eine, ja, rein bilanztechnische Bilanzverlängerung. Und zwar hat sich da der IFRS 16 geändert. Es geht um Leasing, also Fielmann ist ein Leasingnehmer. Die leasen viele ihrer Filialen. Und prinzipiell möchte man mit dieser Änderung im Bilanzrecht Unternehmen leichter vergleichbar machen. Denn wenn ein Unternehmen fremdfinanziert sich vergrößert, dann kann es das auf zwei Arten tun. Entweder sie nimmt einen Kredit auf und kauft sich dafür Vermögenswerte, damit es bilanziert, oder ist es bisher immer schon bilanziert worden. Wenn man aber entschieden hat, was zu leasen, dann wurde das bisher nicht bilanziert. Und das hat dazu geführt, dass man die Unternehmen schwerer vergleichbar waren. Hat man jetzt gesagt, okay, Leasingnehmer müssen auch bilanzieren ihre geleasten Verbindlichkeiten und auch den Leasing-Gegenwert quasi. Also die geleasten Filialen, die sind jetzt hier drinnen im Kernvermögen, und die Leasing-Verbindlichkeiten, die werden jetzt ebenfalls abgebildet. Insofern haben wir jetzt die Bilanzverlängerung hier. Das war aber im Prinzip schon das Interessanteste, was man hier sehen kann. Und dann sehen wir hier, dass wir keine Rückkaufquote bei 0% und hier mal kurz nach oben gesprungen. Aber 0,7% ist auch nicht allzu viel, da tut sich also recht wenig. Gehen wir mal zur Bewertung, und da sehen wir, dass hier war Fielmann mal richtig teuer mit einem KGV von 35, und der Kurs lag mal bei Spitze 77, 47 Euro, und dann ist er nach unten gerauscht bis auf teilweise 50 Euro und tiefer. Dann hat sich der Kurs wieder erholt. Momentan liegen wir bei 63 Euro. Und wir müssen alles, was einen operativen Cashflow ausmacht, ausblenden. Und dann haben wir jetzt noch den fairen Wert basierend auf dem Gewinn und auf der Dividende. Da wären wir zwischen 58 und 61 irgendwo Euro, hätten wir da jetzt fairen Wert. Der Kurs liegt bei 63 Euro, also leicht drüber. Ähnlich wie bei Comcast laufen wir dann in die Unterbewertung rein hier. Hätten also Ende des Geschäftsjahres schon mehr oder weniger einen fairen Wert erreicht. Also die Bewertung ist insofern auch in Ordnung, sage ich mal. Wenn wir uns den Dividendenturbo mal anschauen von Fielmann, dann sehen wir die aktuelle Dividendenrendite von immerhin 3,3%, genau 3%, jawohl. Das macht natürlich Fielmann wieder etwas attraktiv. Und wir sehen hier, man hätte aber auch schon einsteigen können bei 3,4% Ende letzten Jahres, als die Börsenkurse mal nach unten gegangen sind. Gucken wir uns das Ganze mal historisch an. Und da sehen wir dann, dass wir hier im Jahr 2003 und 2009 hätten einsteigen können mit über 4%, 4,3% Dividendenrendite. Das war halt, als die Aktienkurse am Boden waren. Das war die Dotcom-Bubble, die geplatzt ist. 2003 waren die Aktienkurse ziemlich weit am Boden, und das war hier die Finanzkrise. Momentan sind wir eben hier. Wir hätten auch schon einsteigen können, nur mit 2,3% Dividendenrendite, als die Aktie mal relativ teuer gewesen ist, habe ich vorhin gezeigt. So viel zu Fielmann. Jetzt kommt der letzte, das ist Home Depot. Ja, Home Depot ist ein Baumarkt mit Schwerpunkt in den USA. Und wie wir hier sehen, haben wir hier so einen kleinen Wellenritt. Das heißt, im Rahmen der Finanzkrise gab es da mal einen Umsatzrückgang, und da sind auch die Margen eingebrochen. Seitdem haben wir hier eine Aufwärtstendenz bei den Umsätzen die ganze Zeit. Die Margen haben sich dann wieder erholt. Vorher waren die Margen bei knapp 12% hoch. Momentan liegen sie bei über 15,5%. Also das Unternehmen ist jetzt quasi so effizient oder wirtschaftlich so effizient oder so profitabel, wie es vorher noch nie gewesen ist. Und die Umsätze sind auch auf dem Allzeithoch. Man sieht, wenn man uns sich das Ganze auf pro Aktie anguckt, da sehen wir ja auch den Einbruch beim Gewinn insbesondere. Beim
Cashflow, etwas mit Zeitverzögerung. Wir sehen, dass Home Depot schon länger Dividenden bezahlt. Die Dividenden sind konstant geblieben, auch bei dem Einbruch hier. Und der freie Cashflow, sie waren auch damals noch gedeckt durch den freien Cashflow. Man sieht heute, dass trotz des doch recht dynamischen Anstiegs der Dividende, die Dividende immer noch locker gedeckt ist und irgendwo 50% Ausschüttungsquote. Wir gucken uns die dividendenbasierten Kennzahlen nachher noch genauer an. Gehen wir mal in die Vollanalyse rein. Das sehen wir hier Aktienrückkäufe en masse. Machen wir mal kurz das Layout. Hier Aktienrückkäufe relativ stark in den letzten Jahren. Das sieht man dann auch hier, dass die Rückkaufquote 5%, 4%, 5%, 6%, dann hier mal ein bisschen runtergegangen, weil immer noch über 4% liegt. Also schon ziemlich stark. Führt dazu eben, dass die Gewinn pro Aktie überproportional steigt. Und zwar hier zum Beispiel in 2016 bin ich gerade drauf, 26 US-Cent hat es ausgemacht. Also anstatt 5,20 Gewinn pro Aktie, 5,46 und dann hier auch 25 Cent, hier 30 Cent sogar und hier dann nochmal 34 Cent, also schon recht ordentlich, was die Aktienrückkäufe angeht. Nichtsdestotrotz, wir sehen hier, dass die Tilgungskraft, hier kann man sie wieder benutzen, weil im Gegensatz zu Fielmann, wo ja der Cashflow leider verfälscht gewesen ist, wir sehen hier, dass die Tilgungskraft schön positiv, nicht nur positiv ist, sondern sogar noch zunimmt. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen auch für künftige Dividendensteigerungen. Gucken wir uns mal den Dividendenturbo an, wie so die aktuelle Dividendenrendite im historischen Vergleich liegt. Und da sieht man, dass es momentan auf den 12 Monats, also auf die letzten 12 Monate bezogen, dass wir da wirklich im Durchschnitt sind, bei 2,2%. Das müssen wir aber mal ausblenden, dass wir dann hier doch relativ hoch sind. Also hier war die Dividende schon mal höher. Das heißt, wenn wir jetzt den Korridor erweitern auf 2 Jahre oder so, dann wären wir dann in eine überdurchschnittlich hohe Dividende rein eingezeigt bekommen. So, das sieht man das schon. Wenn man dann auf 5 Jahre macht, wird es wahrscheinlich noch höher. Ja, genau. Und wenn wir einfach mal so zurückzoomen und das Ganze mal angucken, da sieht man hier die Krise quasi, die Krisenseite bei der Finanzkrise. Da hätten wir wie viel bekommen? 4,3%. Das ist, glaube ich, Fielmann-Niveau. Da gab es ja auch mal 4,3%, auch ungefähr so 2009. Und jetzt eben sind wir hier irgendwo bei 2,2%. Wir sehen auch, dass die Dividende schön steigen soll, dann hier auf 2,75% und dann Anfang 2021 hätten wir dann schon 3% erreicht und wir hoffen natürlich, dass es dann entsprechend so weitergehen würde. Gucken wir uns mal die Bewertung noch an hier. Und zoomen dafür nochmal rein. Da haben wir hier KGV von knapp 22 und das historische KGV auf 10 Jahre Schnitt wäre etwas über 19, aber eine ganz leichte Überbewertung. Auf dem operativen Cashflow ist ein bisschen höher die Überbewertung. Und es übersetzt sich dann hier eben mit fairen Werten der Aktie zwischen 173 und knapp 200 US-Dollar und der Kurs ist bei 215 US-Dollar ungefähr. Also nehmen wir hier die leichte Überbewertung und wir hätten dann hier in Folge steigender Gewinne und Dividenden und Cashflows im Jahr 2021, dann Geschäftsjahr zum Ende Januar 2021, hätten wir dann den fairen Wert überall mehr oder minder erreicht, teilweise auch schon eine Unterbewertung basierend auf der Dividende. Und dass diese Unterbewertung wird sich halt immer weiter ausbauen, dann entsprechend. Je weiter wir in die Zukunft gehen, das wäre eben Home Depot. Hier sieht man nun mal hier das relativ dynamische Dividendenwachstum bei Home Depot. Das macht natürlich schon was her. Dieses dynamische Dividendenwachstum, das werden wir wahrscheinlich gleich auch in Dividendenbenchmarks sehen. Da gehe ich mal davon aus, dass Home Depot dann die anderen Aktien deklassiert. Das ist also der Dividendenbenchmark hier für Home Depot. Wenn wir uns das mal angucken, da sieht man auch das dynamische Dividendenwachstum. Das ist quasi die Vergangenheit und das ist die prognostizierte Zukunft und das ist die Vergangenheit der Dividendenentwicklung. Da sehen wir eben hier schon diese leichte Krümmung nach oben, diese Dividendendynamik. Mit einer Dividendenrendite, persönlichen Dividendenrendite von 75%, wenn man im Jahr 2001 Home Depot Aktien gekauft hätte. Man sieht auch, dass es ein gutes Investment gewesen ist
in den letzten Jahren. Man sieht aber auch die Krisenjahre hier, die man gehabt hat, in 2008, 2009, in 2003 ebenfalls. 2003 die Aktie hat knapp 60% nachgegeben, ist natürlich schon ein Wort. Genauso viel im Prinzip auch in 2008, 2009, nur eben auf 2 Jahre insgesamt. Der Dividenden-Benchmark, jetzt gucken wir mal, wir hatten noch Fielmann, das wäre hier. Ja, das ist das Bild, was ich mir schon gedacht habe. Und die andere Aktie war ja Comcast. Comcast hier sieht ähnlich aus, bisschen mehr Dividendendynamik, aber im Vergleich zu Home Depot keine Chance. Zoomen wir mal hier rein. Da sieht man eben hier die Ausgangssituation. Das ist die erste Prognose sozusagen. Da sieht man, dass Fielmann eben noch 3%, dass Fielmann 3,13% Dividendenrendite dann erwirtschaften würde für uns. Home Depot 2,5, Comcast 1,86. Und dann hätten wir hier aber schon im Jahr 2023, würde dann Home Depot schon davonziehen, also Fielmann überholen. Und wenn man dann hier mal weitergehen, dann sieht man hier, wie Home Depot immer weiter davonzieht, wie Comcast an Fielmann rankommt und dann hier irgendwann auch im Jahr 2029 Fielmann überholen wird, aber Home Depot ist ja schon wirklich weit davongezogen und Fielmann und Comcast hätten da beide dann, hätten wir dann, wenn wir die Aktien an heute kaufen würden, eine Dividendenrendite persönlich von immerhin 5%, was ja auch nicht schlecht ist, aber Home Depot schon knapp 12%. So, viel dazu. Dann gucken wir uns nochmal die dividendenbasierten Kennzahlen hier oben an von den drei Kandidaten. Wie gesagt, Fielmann momentan die höchste Dividendenrendite, gefolgt von Home Depot und dann Comcast. Ausschüttungsquoten bei Fielmann relativ hoch. Freien Cashflow können wir nicht nehmen, das habe ich ja schon gezeigt. Comcast, die niedrigste Ausschüttungsquote, gefolgt von Home Depot mit knapp 50%, sowohl auf den Free Cashflow als auch auf den Gewinn. Home Depot, sehr solider Dividendenzahler, seit 30 Jahren die Dividende nicht gesenkt. Fielmann kann man sich auch nicht beschweren, bei Comcast ebenfalls. Die zahlen erst seit 2008 Dividende, steigern aber seit dem 2008 auch die Dividende Jahr für Jahr. Und Home Depot seit 8 Jahren, Fielmann seit 14 Jahren. Und hier sehen wir dann eben noch das Dividendenwachstum. Und da sieht man, dass Fielmann relativ, also sehr stabile Dividende steigert mit ungefähr 7%, aber das ist halt niedriger im Vergleich zu den Konkurrenten. Comcast immerhin zweistellig, auch relativ stabil jetzt in den letzten 5 Jahren, im Schnitt um 15% und jetzt geschätzt 14% Zuwachs, ist auch sehr ordentlich. Und Home Depot deklassiert hier in den letzten 5 Jahren im Schnitt knapp 25% jährliche Steigerung. Geschätzt sogar noch stärker und wir sehen, dass alle sehr stabile Dividendenzahler sind. So, das wären also die drei Aktien, über die wir abstimmen können. Bin mal gespannt, ich habe ja schon einen Favoriten, ich glaube, ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, wer gewinnt, aber vielleicht liege ich ja falsch. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen und danke für eure Teilnahme und bis zum nächsten Video. Ciao!